So Leute, wie ich in meinem vorherigen Video gesagt hatte, für dieses Jahr 2017, bevor es gewechselt wird zu 2018, sage ich noch einen paläozoischen Deck. Erstmal mit den Monstern. Drei Täuschungsbrüche. Austausch dreimal sowie drei Runen. Manche sagen, spiel die zweimal, aber ich spiele die dreimal. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Zwei Topf der Begierden, meiner Sicht einer der beschissensten Karten, es gibt, aber passt auch gut da hier drin. Bei Topf der Gewinnsucht wegen Ronin. Um ihn zu specialen, muss man ja ein Froschmonster aus der Schleimfrosch aus dem Spiel entfernen. Ich könnte ihn auch auf 1 spielen. Na, drei verschwundene Winde. Ein Krug der Gier. Zwei feierliche Schlag, um nicht Deckdown zu gehen, ein Topf der Trägheit, oder Krug der Trägheit, reißender Tribut, um Monster loszuwerden, die es Gegner, den Gegner hat, eine dreimal Olyniotis, dreimal Haluk. Halukigenia. Ja, wie gesagt, der Sprachprobleme. Oder Zungenbrecher, dreimal Kanadier. Dreimal Pikaya. Dreimal Eldonia. Drei Dinomichus. Drei Marella, drei Lian Julia. Ich könnte auch in den Deck kaiserliches Eisenmauer reinspielen, aber kann auch nach hinten losgehen wegen Ronin-Frosch. Man muss ja mal Frösche aus dem Spiel entfernen, um zu specialen. Lasse ich erstmal noch die Fallenkarte draußen. Jetzt mal den Extra-Deck. Drei Anomalikaris. Sowie drei Opabinia. Drei Krötlich umwerfen. Sowie drei die Phantomritter des verfluchten Speeres. Und als Link-Zeitalter Mr. Sternenboy. Ja, das war's erstmal. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Vielleicht mit dem neuen Link-Monster von dem Metallphosen-Deck, was ja am 18. oder 14. Januar rauskommt. Da freue ich mich schon. Da werde ich mir ein Display von bestellen. Ja, da sage ich erstmal. Frohes neues Jahr und einen guten Rutsch. Euer Shenlong 90.